Hallo und willkommen zurück. Und Tief durchatmen. ich wollte das nicht extra erklären, aber ich bin gerade mit der Gravestone auf Zakul gelandet, um zum ja, also auf Zakul, und auf Zakul ist der Turm des ewigen Throns. Nur um hier mal, damit hier keine Fragezeichen im Kopf herrschen. Und ich habe die Lana mit und den Theron. Und hier sind schon freundliche Leute, die sehr entgegenkommend sind. Die förmlich darum betteln, dass ich den an der Nase kitzel. Ja, den ewigen Thron werde ich natürlich nicht einfach so mir nichts, dir nichts bekommen, das ist klar. Aber seit wann bekommt man heutzutage was geschenkt? Hä? Das hier sieht irgendwie aus, als wenn man hier irgendwas anklicken könnte für einen Kodex oder... Aber... Nö. Ich werde ja angegriffen. Die Aufgabe ist auch, dass ich den ewigen Thron besteigen soll. Ich glaube nicht, dass das mal soeben funktioniert. Ich kann es mir einfach nicht Jetzt sollte es vorstellen. besser werden. Kommen noch ein paar Sprungtrüppler. Also, ich kann auch den nehmen. Ist eigentlich egal, ist überhaupt wie gesprungen. Immer noch nicht? Sag mal. Ist hier noch irgendwas? Nee, ne, bestimmt nicht. Ah, Mist. Hätte ich doch nur ein wenig gewartet. Hier, das wird helfen.
Supsi. Haben Sie den roten Teppich ausgerollt? Da sind wohl ein paar Zielübungen nötig. Volltreffer. Indosal meldet sich zum Dienst. Voller Tatendrang und bereit, der Allianz zu dienen. Super. Auch wenn der letzte Schuss vielleicht meine Schulter ausgerenkt hat. Ich wusste, dass wir uns auf euch verlassen können. Jetzt gebt das Signal und schickt die Rebellen los, um sich dem Kampf anzuschließen. Ist mir ein Vergnügen, Fremdling. Meine Verbündeten haben sich von der hiesigen Miliz Artillerie ausgeborgt. Es wird jeden Moment Feuer regnen, da bin ich mir ganz sicher. Ihr und eure Freunde haben einen Platz in der Allianz sicher, wenn das alles vorbei ist. Ich bekomme feuchte Augen. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich muss die Vorbereitungen für eure Thronbesteigung planen. Das wird die größte Feier aller Zeiten. Na, da bin ich ja mal gespannt. Auch wenn ich gerade ein komisches Bauchgefühl bei ihm hatte, aber ich hoffe, ich täusche mich. Ach, das sind auch noch Streiter, aber... Ja, da ist eh bald gut. Keine Ahnung, wohin war. Tschüss. Was war denn das Grüne? Dann mal rein hier, in die gute Stube. Da liegt immer das Gerümpel im Weg. Die Macht dient mir! Da ist ja noch so ein... Möchte gern Piepel. Das ist schön. Hey, ich will den hier. Scheiße, der war. Euch erwartet ein frostiges Carbonitgrab. Euch erwartet ein frostiges Carbonitgrab.
Na, Theron wiederholt sich auch gerne, wa? Sollte es besser werden. Krallt er sich krampfhaft an Theron fest, ey. So, na dann mal. Auf geht's. Kommt bestimmt noch was dazwischen. Der Sieg steht kurz bevor. Aber ihr ignoriert eine viel näher liegende Bedrohung. Die Sith-Verbündete, die ihr Imperium im Stich gelassen hat. Und der charmante Spion aus einer republikanischen Heldenfamilie. Dienen sie euch wirklich? Oder planen sie euren Niedergang, um den Thron für ihre Gruppierung zu beanspruchen? Lana und Theron haben alles aufgegeben, um die Allianz aufzubauen. Sie würden sich niemals gegen mich wenden. Wir werden sehen. Oh oh. Sakul brennt. Die Republik leidet. Und das Sith-Imperium zerfällt. Nur ihr könnt den Thron kontrollieren und euch die Stärke der ewigen Flotte zunutze machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die zwei mich verraten. Oder in den Rücken fallen. Besser gesagt. Wisst ihr was? Ich warte einfach hier. Na gut, doch. Was will er denn von mir? Hallo? Ganz schön viele hier. Hey, wo will er hin? Ich kümmere mich um euch. Ja, komm.
Ah, noch mehr. Genug, Fremdling. Tief durchatmen. Wer sagt das denn? Der mit der ich hier kämpfe? Das ist euer Ende! Oh, die Folge ist rum. Mensch. Da ist er. Der ewige Thron. Haltet die Augen offen. Wer weiß, welche Fallen Valen hier versteckt hat. Ganz zu schweigen von Valkorion. Wir sind auf alles vorbereitet. Möge die Macht euch dienen, Commander. Die Flotte hat das Feuer eingestellt. Ihr habt es geschafft, Commander. Gut gemacht. Nach jahrelanger Zwietracht seid ihr zur Kaiserin von Sakul geworden, zur Kommandantin der Flotte und zur Erbin des ewigen Throns. Eure Familie hat genug Schaden verursacht. Ich werde sicherstellen, dass der Thron niemals wieder in falsche Hände fällt. Das werde ich auch tun. Was ist hier los? Valkorion! Ihr habt euch schon einmal in diesem Raum vor mir verbeugt. Und ihr werdet es wieder tun. Ich bin auf alles vorbereitet, was ihr... Verneigt euch. Wie ihr befehlt, mein Imperator. Ihr wart eine mustergültige Marionette, die ich zu einem Gefäß wahrer Macht geformt habe, das würdig ist, meinen Geist zu bewahren.
Jetzt werde ich euren Körper für mich beanspruchen und erneut als unsterblicher Imperator herrschen. Ich werde es genießen, euch zu zerstören, Valkorion! Seid still! Wacht auf! Wacht auf! Was ist passiert? Wer bin ich? Ihr seid die Allianzkommandantin und ehemaliger Zorn des Imperators. Ihr tragt Valkorions Haut, aber ihr seid immer noch dieselbe Person, die ihr immer wart. Valkorion versucht, mich zu brechen. Er hat euch bereits gebrochen. Valkorion hat euren Verstand zersplittert und euch in den Abgrund eurer eigenen Psyche geworfen. Er hält euch für tot, aber ihr habt überlebt, indem ihr seine Form angenommen habt. Findet das Holocron. Rettet euch! Krasser Scheiß. Das ist echt krasser Scheiß. Judy, das mache ich dann aber in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen und ich würde mich echt freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder genauso dabei bist. Ciao, ciao!